Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Tri Ultimate. Ja, das letzte Mal haben wir unter anderem den Barath besiegt. Und ja, ich war in der Zwischenzeit ein bisschen farmen. Ich habe auch ein paar Sachen herausgefunden und die erste Errungenschaft will ich euch jetzt gleich zeigen. Und zwar, man nehme einen Mega Fliegenköder und kombiniere ihn mit einer Wurmbienenlaufe und man erhält einen Goldenfischköder. Ja, es ist hier nicht wie in allen anderen Monster Hunter Teilen so, dass man einen Leuchtkäfer bräuchte für einen Goldenfischköder, sondern es geht hier alles mit dem Mega Fliegenköder. Ich habe mich so, ich wollte mehr herstellen. Ich habe mich so drüber aufgeregt. Naja, 7 Stück sollten auf jeden Fall reichen. Jetzt können wir endlich die Angelquest machen. Nachdem ich das jetzt auch mal herausgefunden habe, wir können auch bloß 5 mitnehmen, okay. Naja. Lieber spät als nie, würde ich sagen. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Denn jetzt machen wir zuerst kurz die Goldenfisch Chance, oder wie auch die Quest immer heißt. Also, sie wird wahrscheinlich Goldenfisch Chance heißen, weil so heißen normalerweise die Quests? Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal, was ich für eine Fähigkeit bekomme. Hauptsache Fähigkeit wegen der Ausdauer auch größtenteils. So halt nicht die Unfalluntersuchung, sondern die Goldenfischchance. Ganz genau. Besorge 3 Goldenfische. Das sollte jetzt kein Problem mehr werden. So. Endlich können wir diese verdammte Quest machen. Mein Gott. Aber ich find's furchtbar. Wieso? Ja, natürlich, Tutorial. Okay. Na, dann werde ich dich mal was fragen. Quest. Was? Oh, nochmal. Ich, keine Ahnung. Okay, na, wenn du mich was fragst, Quest, würde ich dir wohl antworten. Du weißt, was ich meine, oder? Mal sehen. Dein aktueller Auftrag ist das Fangen von und Abliefern von Goldenfischen, habe ich recht? Oh, du Glückspilz, ich habe alles schon recherchiert. Es gibt eine nette kleine Angelplatz in Gebiet 10. Der Dorfchef sagt, dass man an der Küste der beste Platz zum Fangen von Goldenfischen ist. Wenn du einen Kunstköder am Angelplatz benutzt, kannst du so oft angeln, wie du möchtest. Fische beißen besser, wenn du Lebendköder benutzt. Ich würde die Würmer aus der Vorratsbox nehmen. Ja, wir haben unsere eigenen Köder. Hier bekommt man einen Goldenfischköder. Man muss 3 abliefern. Das heißt, das ist eine elendige... Ich wollte die Fackel nicht mitnehmen. Das ist eine elendige Quälerei, die da rauszubekommen, die Goldenfische. Aber wenn man natürlich mehr Köder hat, so wie wir jetzt, dann sollte die Sache ganz gut laufen. Weil das Schöne ist, Köder funktionieren so, dass wenn man einen bestimmten Köder benutzt, bloß die Fische der Gattung kommen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Goldenfischköder reinwerfen, kommen auch bloß Goldenfische. Was heißt, ja, jeder, der anbeißt, ist ein richtiger. Ah, riechst du die Meeresbrise? Riecht für mich wie der optimale Platz, um eine Quest zu erledigen. Mal sehen, anscheinend hast du kannst du an dem Strand angeln, der rechts an, der am rechten Rand deiner Karte liegt. Wow, kann ich heute nicht lesen. Dort solltest du mehrere Fische herumschwimmen sehen. Halte die Augen offen. Aber sei nicht zu stürmisch, spring nicht rein, sonst vertreibst du alle Fische. Du kannst die Angel auswerfen, sobald das Angelsymbol erscheint. Petri heil und fange einen großen Goldenfisch. Das habe ich vor. Endlich, nach all der Zeit, kann ich jetzt auch mal die Goldenfisch-Quest hier abschließen. So, wir sehen hier jetzt so ein paar Fische drin rumschwimmen. Da ist ein größere und ein paar kleinere. Aber sobald wir jetzt den Köder reinschmeißen, so glaube ich. Ja. Verschwinden alle Fische und es tauchen bloß Goldenfische auf. Und wie gesagt, da ist jeder Fisch ein Treffer und das ist wunderbar. Na komm, na komm. Du willst es doch... Hör da auf rumzuschwimmen und schnapp dir jetzt das Ding, du Mistfisch. Mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Da. Ah, furchtbar. Die haben mal alle die ganze Zeit gleichzeitig versucht, dran drum zu knabbern. So, und noch ein. Das soll jetzt wirklich ziemlich schnell gehen.
So, diesmal kriegt's der auch. Ja, wunderbar. Und da kommen gleich neue, falls mir die nicht reichen sollten, aus welchem Grund auch immer. So, noch einer und gleich noch einer, weil es so schön war. Wir können jetzt auch noch weiter angeln, weil die geben, glaube ich, relativ gut Geld. Aber nee, ich bin kein so großer Angelfreund. Ah. Ach, verdammt. Zu früh. Ich hasse es angeln. In den ganzen Monster Hunter Teilen ist es immer ein Graus. Weil es so ewig dauert. Oh, da war einer ganz flink. Und wir haben alle drei. Och, wunderbar. Endlich ist diese verdammte Quest abgeschlossen. So. Hä? Wieso haben wir vier? Wo haben wir einen vierten Goldenfisch her? Bringt einen guten Preis. Ja gut, okay. Dann haben wir irgendwann mal zwei gefangen und ich habe es nicht geblickt. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann kassieren wir halt noch ein bisschen Kohle. Auch kein Ding. Ja. Das läuft schon mal sehr, sehr gut gerade eben. Warum lege ich mich eigentlich mit den Katzen an? Die haben mir nichts getan. Aber ich ihn jetzt. Naja. Und dann können wir uns gleich auch dann auf den Gobul stürzen. Nachdem wir uns aber dann die Rüstung gemacht haben. Ich habe nämlich ein bisschen Machaliterz und auch anderes Zeug und so gefarmt, aber größtenteils Machaliterz. Obwohl das ziemlich schwer ist zu besorgen. Also ich habe keine wirkliche Stelle, wo ich Machaliterz sammeln kann. Hier in dem Gebiet gibt es eher ja, Eisenerz und Schlechteres. In der Wüste gibt es Kristallknochen und Eiskristalle und sowas. Und 500, okay. Und im Flutwald gibt es dann halt schon Pelagazid-Erz, was ziemlich viel da ist. Deswegen ist gar nicht so einfach, Machalit-Erz zu sammeln. Aber naja, ich habe ein bisschen was zusammenbekommen. Sollte für die Rüstung hoffentlich reichen. Vielleicht können wir dann noch ein, zwei, wie heißen sie denn jetzt? Dekorationen machen. Und die dann vielleicht, dann haben wir vielleicht Experte plus 2, ich weiß es nicht, oder plus 1, ich habe keine Ahnung, wie viel ich da jetzt insgesamt bekomme, wie viel Rüstung, Schlamm und Hundfisch, ja, ja, Goldenfisch, oh, drei Goldenfischkühe. Okay. Ich bekomme wieder drei Goldenfischköder zurück? Wieso? Ah, okay, dann habe ich nichts für die Quest ausgegeben, das finde ich auch ganz nett. Seltsam. So schwer sind sie ja jetzt nicht zu besorgen. Aber naja. Ich bin einfach nur heilfroh, dass ich endlich die Quest hinter mir habe. Oh je. Okay, bevor wir mit dem Gobul reden. Quatsch. Ja, bevor wir den Gobul machen, hat erstmal Chacha was zu reden. Der läuft mir schon die ganze Zeit hinterher und will mir was sagen. Deswegen hören wir ihn an. Chacha hat schlechte Haartag. Egal. Chacha trägt immer Maske, Maske. So. Machen es Shakalaka. Du fragst warum, warum? Chachas Maske ist Sicherheit. Ich so Shaka Hunka herrlich, dass ohne Maske alle umfallen. Chacha Oga Oga, verfällst du Chacha, verbrennst du heißes Chacha Blut. Nichts für dich. Was? Ich hab nicht ganz verstanden, was er von mir wollte. Man sieht auch, durch das ganze Farmen hat er jetzt auch einiges eingesteckt, weil ich... Ja, weil ich nicht mit ihm reden konnte. Auch sogar ein Machaliterz, wunderbar. Sonst hätte ich das ja immer wieder rausgenommen. Aber es ist schön, dass es sich sammelt. Und nicht verkommt. Götterkäfer, ja. Oder was sind das, weil das alles hier unten ist? Und was ist das Rote da oben? Dann keine Ahnung. Naja. Schön, schön. Chachas Stufe gestiegen. Chachas Mut gestiegen. Eichelmaske, was? Okay. Fertigkeit? Eichelmaske? Lähmungsangriff. Das wäre halt was Interessantes. Symbol, das Gegner lähmen kann. Erfordert mutige, flüssige Schreibkunst. Schlafangriff. Aber der Lähmungsangriff, der war halt Betäubungsangriff? Symbol, das Feinde Kopftreffer betäubt. Ja, nee, das,
Das kann eine Weile dauern. Ah, der Lähmungsangriff, der wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das ist die Frage, wie häufig passiert es dann? Ich warte erstmal, bis ich eine neue... Nein, nicht den Wetterbrecher. Ich mache erstmal Verteidigungsschutz. Beziehungsweise, es bringt ja auch nicht viel. Deswegen machen wir den Lähmungsangriff. War das Lähmung? Ja. Lähmungsangriff. Ja. Dann, vielleicht passiert es ja zufällig mal. Maske habe ich noch keine. Neuen Tanz habe ich auch noch keinen. Gut, okay, jetzt hört er auch auf mit mir. Oder will jetzt nicht mehr mit mir reden. Gut, von mir aus. Haben wir hier denn irgendwas, was wir machen können? Von den Dörfler bitten. Ja, ich habe Riesendung. Wunderbar. Habe ich scheinbar irgendwo eingesammelt. Habe ich vollkommen verpasst. Was wird denn daraus dann? Lass uns düngen, damit die Farm noch besser wird. Besorgen Rohstoff, ich werde pflügen. Heißt dann wohl eine bessere, ein besseres Feld? Na, von mir aus. Kann sich nur für mich lohnen. So. Hier habe ich die Koropeko-Federn. Wunderbar. Also holen wir uns mal die, die Zottelmaske. Ja, passt eigentlich alles. Samthaut kriegen wir auch schnell. Ja. Sehr schön. Und was haben wir dann noch? Fleischmaske, Doppelgrillspieß, genau, den habe ich mir auch gekauft dafür. Einen Zündstein können wir auch ausgeben. Neue Maske, Fleischgrillen. Ja, machen wir auch. Wunderbar. Noch mehr? Nee, okay, endlich. Wir gehen langsam wieder die Punkte aus, furchtbar. Naja, er hat jetzt zwei neue Masken. Fleischmaske, Maske aus einem großen veränderten Grillspieß, mit dem man Fleisch grillen kann. Die Maske ist schwer und klobig, du brauchst also Rückendeckung. Träger greifen meist aus der Ferne kleine Monster an. Aus der Ferne kleine Monster an, okay. Kindermaske aus Chachas Dorf, aus einer riesigen ausgehöhlten Eichel. Chachas Voreiligkeit lässt ihn auf kurze Distanz und vor allem gegen große Monster angreifen. Zottelmaske, Maske mit großen, süßen Ohren, dass das auf das Signal markieren Träger. Auf das Signal markierten. Ich kann gerade überhaupt nicht lesen. Auf das Signal markieren Träger. Ein großes Monster auf der Karte. Leider machen sie Ohrenträge. Träger sensibel und nervös, weshalb sie kaum kämpfen. Schade. Ah. Signal markieren Träger. Damit komme ich halt irgendwie nicht klar. Auf das Signal markieren Träger ein großes Monster auf der Karte. Naja, egal. Also ist mit dem Träger schon irgendwie immer Mehrzahl. Keine Ahnung, naja. Weshalb sie kaum kämpfen. Markieren große Monster. Auf der Karte. Es hört sich gar nicht schlecht an. Wenn man Grillspieß Fleisch grillen kann. Nee. Ich glaube, ich mache mal die Zottelmaske. Ja, das sieht total putzig aus. Die Fertigkeit für die Zottelmaske, da er dann nicht kämpft, würde ich sagen, Verteidigungsstärke. Ja. Ja, und ich denke, so bleibt er jetzt erstmal. Und ich probiere das mal, wie es dann funktioniert. Aha. Achso, das neue Feld, genau. Schön. Schön, schön, schön. Hey du, sieh dir das an. Die letzte unserer Fellin ist wieder da. Jetzt kann auf der Farm wieder voll gearbeitet werden. Die Fellin scheint sich zu freuen, dass wieder gejagt und gehandelt wird. Hoffentlich erschreckt sie nichts mehr. Bring uns ein Kraut oder einen Samen zum Anbauen und die Fellins kümmern sich darum, wenn du unterwegs bist. Jetzt geh die Fellin begrüßen, die eben zurückgekommen ist. Schüttel die Pfote, die sich um deine Ernte kümmert. Da die Farm jetzt voll besetzt und ganz funktionstüchtig ist, kann ich mich wohl endlich etwas entspannen. Puh. Was darf's heute sein? Ja.
Wir haben erstmal ein paar Kräuter, hier haben wir ein bisschen Honig und jetzt gucken wir mal, was wir anbauen. Kräuter auf jeden Fall. Nicht mit Dung. Aber 5 Zyklen, hoppla, aber Kräuter braucht man immer, würde ich sagen. Wie viele Blaupilze haben wir noch? Das sind auch nicht unbedingt wirklich viele. Da können wir Pilzkeime benutzen. Auch 5 Zyklen lang. Ja. Und Chewy macht Diamantsamen. Drachengiftpilze. Oder Honig. Honig kann man eigentlich auch immer gebrauchen. 3 Zyklen mal. Boah, es kostet so viel, aber naja. Okay. So, dann haben wir nämlich alles für Tränke. Das braucht man nämlich immer, wie gesagt. So, Chewy. Hallo. Miau. Ehrlich gesagt würde ich lieber Fleisch fressen als Gemüse. Aber ich habe 2 linke Pfoten. Ich kann Miau nicht mal einen Fisch fangen. Darum arbeite ich hier auf der Farm. Mir entkommt kein Gemüse. Miau. Bestimmt wusstest du nicht, dass Felins empfindlich auf Erdbeben reagieren. Das kommt von unseren weichen Sohlen. Miau. Darum habe ich mich erschreckt und bin weggelaufen. Schwamm drüber, ja? Miau. Jedenfalls arbeite ich gut. Ziemlich gut jedenfalls. Ich komme zurecht, miau. Ist schon Pause? Jetzt ein Nickerchen. Nein, kein neuer Name. Chewy ist ganz in Ordnung. So, jetzt haben wir das hier wieder alles abgeschlossen. Haben die Farm erweitert. Wunderbar. Haben eine neue Maske für Chacha. Jetzt besorgen wir noch die restlichen Rüstungsteile. Machen eventuell eine neue Waffe, ich weiß es nicht. Ob ich da eine machen kann? So, das war die hier. Denn ich denke, vor allem für den Gobul werden wir das brauchen. Weil der Gobul ist nochmal ein Tick schwieriger als der Barath. Wobei jetzt der Barath ja jetzt nicht wirklich schwierig war, aber der... Achso, was hatte der überhaupt? Achso, Angriff und Verteidigung. Ja, das war jetzt nicht so gut. Wollte ich hier nicht... Achso, natürlich. Nee, das war... War das nicht der Azuras? Halt, nee, das waren hier die Beine, oder? Ja, ich glaube, das ist aber... unterscheidet sich das oder ist das auch neu, dass die Beinschienen das jetzt machen? Weil früher war es, glaube ich, die Hüfte. Zumindest in Unite, wenn ich das richtig weiß, waren es, glaube ich, die Hüfte, die Rumpf verstärkt und nicht die Beine, aber ich kann mich auch täuschen oder vielleicht ist es auch immer anders. Ah, ich will da hoch, so. Ja, gut. Das ist jetzt... Oder habe ich hier noch irgendwas anderes, was das vielleicht macht? Außer das... Das macht dort... Ach, ich bin schon wieder falsch. Hier kann ich ja bloß das Legierungszeug machen. Ja. Fähigkeiten, habe ich dadurch schon was? Schnell zusammen. Hä? Achso, mit meinem Talisman, genau. Ich habe einen Talisman gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon das letzte Mal gefunden habe. Aber ich habe schnell sammeln plus 8 bekommen. Fand ich ganz witzig. Bloß, ja, hier habe ich immer noch nichts. Na, aber es kommt dann, glaube ich, alles 3 sogar. Mit dem nächsten Rüstungsteil. Hoffe ich zumindest. Wir machen jetzt erstmal das, oder? Wir haben doch genügend. So. Ja, 18 Machalit-Erz habe ich gesammelt. Gut, schön. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Ja. Und jetzt noch die Beinschienen. Wunderbar. Da gucken wir auch nochmal kurz. Jetzt haben wir schnell schärfen. Fähigkeit, die beeinflusst, wie schnell dass deine Waffe geschärft wird. Schnell du deine Waffe schärfen kannst. So. Das ist sehr gut. Windabwehr ist super. Fähigkeit, die den Winddruck großer Monster negiert. Ich hoffe, da ist auch Wasser dabei, aber ich denke schon. Normal, aber das sollte eigentlich für die Viecher jetzt noch reichen. Und Experte. Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern beeinflusst. Das ist auch sehr gut. Ja, und alles 3 plus 10. Werden wir aber wahrscheinlich nichts anderes hinbekommen. So. Aber wir machen jetzt erstmal die Rüstung komplett, dann haben wir zumindest 3 Fähigkeiten, die uns im Kampf wenigstens mal helfen. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie viele Slots die hat.
Hier habe ich eins. Aha. Eins. Drei Slots. Wir haben plus 6. Das bringt mir. Das bringt mir noch was, oder? 15. 15 hier. Experte könnte ich, glaube ich, hochmachen, wenn das jedes Mal plus 2 bringt. Dekoration schmieden. Expertenjuwel. Geschärfter Reißzahn, Eisenerz. Es bringt eh plus 6 Perse zu plus 1. War das nicht irgendwas anderes? Das war das Schleifjuwel, oder? Ich denke schon, ja. Ja, aber Schärfe habe ich schon. Es bringt nicht mehr. Schade. Den Winddruck könnte ich dann aber noch. Was war denn das? Eisenmauer? Ne, Block ist das. Entzug, Ausdauerentzug, Figur, Fundament, Bebenabwehr, Sprinter, Ninja, Drachenabwehr, Schleif, Absorber. Boah, keine Ahnung, welches das ist. Stoffwechsel, Wahrnehmungsjuwel, Ranger, Felsenfest? Ne, betäuben? Standfest? Ne. Deceptic. Es muss doch hier irgendwo einen Winddruck geben, oder nicht? Habe ich das vielleicht noch gar nicht freigeschalten? Sauerstoff, Schwimmen, Teamspiel, Teamanführer. Nee, scheint nicht so. Und selbst wenn, dann wäre es wahrscheinlich auch plus 1. Nur das Schleifjuwel war. So viel und das bringt mir ja nichts. Das bringt mir bloß plus 10 oder minus 10. Schade. Okay, naja. Können wir da nichts weiteres machen. Wir haben jetzt zumindest mal eine gescheite Rüstung. Jetzt können wir noch nach dem Schwert gucken.